Und somit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Fallout 4. Ja, in der letzten Folge leider... Oh, mein Doggy Dog mit dir rennt hier mal wieder wie bekloppt durch die Gegend. Kein Problem. Ja, in der letzten Folge leider ein bisschen abgeschmiert. Also wir dürfen den Typen nicht von hinten nehmen. So doof es klingt. Und wir haben uns jetzt... Ja, stimmt, ich erinnere mich ganz schwach. Das ist eine neue Aufnahmesession. Genau, ich habe hier oben ein bisschen was gebaut. Kann ich das hier irgendwie noch reparieren? Nein, okay. Sieht aus wie so ein Stromaggregator, aber nein. Der bringt uns nichts. Denk daran, jemanden die Pflege der Pflanzen zu übertragen. Jemand muss sich um sie kümmern, wenn wir was ernten wollen. Ja, und wie soll ich das machen? Lass uns ein paar Sachen tauschen. Nee, ich würde es nicht tauschen. Ich will einfach nur mal gucken, weißt du? Was ist denn mit dir los? Können wir ein paar Oh, Sachen sieht aber übel aus. Das sieht aber übel aus. Okay, dann springen wir so eine Kacke. Oh, warte mal, kann ich denn vielleicht ein Baumenü den anklicken? Und sagen, hier, befehligen? Warte mal. Befehligen. Und dann? Warte, ich geb den. Ich steck den jetzt mal hinten auf die Plattform. Boah, mal gucken, ob das geht. So, zack, zack, zack. Da ist die Plattform. Und zuweisen. Die Ressource ist jetzt. Was? Was stand da? Ist nicht zuzuweisen? Kommt der jetzt? Ja, ich glaube, der ist auf dem Weg, oder? Ich glaube, das sieht gut aus. Was machst du? Sturgis? Befehligen? Ich hab doch hier irgendwo was gepflanzt. Warte mal, das war auch am Eingang. Ist natürlich ganz gut am Eingang, direkt an der Brücke, weil da können natürlich potenziell Raider kommen. Und dementsprechend können die da direkt verteidigen. So, zuweisen. Ist ja zugewiesen. Boah, hammergeil. Sehr gut. Leute, sehr gut. Das läuft. Das muss natürlich nur hierher kommen, sich da draufstellen. Wir warten das nochmal ganz kurz ab. Das wäre natürlich super klasse, wenn das klappt. Dogmeat, komm. Du springst auch, als hättest du irgendwas geraucht da in der letzten Nacht. So, er hat hier erstmal die Ruhe weg. Und hier noch irgendwo ein? Rumliegen, rumlaufen. Hier haben wir noch was, aber ich weiß nicht was. Du wurdest zugeteilt, ne? Du gehst jetzt... Mehr tun sollen. Hoffentlich bezahlen die Raider für ihre Taten. Ja, ja, jetzt geht alles an mich. Meine kleine Kasse. Jetzt geh du erstmal bitte hinten hin. Oh, hier liegt schon der Müll rum. Ist der neu? Oder mit Pavoy gewaschen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wird erstmal natürlich hier entsorgt. Kinderrad braucht kein Mensch. Das Holz kann man nicht aufsammeln. Sieht es mit einem Bäumchen aus? Ja, der ist so ein bisschen lieblos, trostlos. So, läuft jetzt dahin. Mal da hinten läuft einer. Gucken, ob der es jetzt abbaut. Ich weiß gar nicht, hatte ich dich? Genau, dich hatte ich, glaube ich, zu den Pflanzen zugewiesen. Ja, ein bisschen nach rechts. Schaffst du. Wo haben wir die denn hier, ne? Genau. Ja, er kümmert sich, oder? Kümmert er sich? Ja. Genau, rechts neben dir. Hammergeil, er holt seinen Spaten raus. Oder hat auch immer. Sein Stöckchen. Nee, seine Hacke, geil. Er macht das Ding. Er reißt es um. Was war das? War das mein Hund? Hoffentlich. So, der Briefkasten kann weg. Also ich erwarte hier eigentlich weniger Post. Oh, das kann weg. Sträuch hier noch weg und dann passt. Warte mal, da ist noch ein Reifen. Aber gut. Ja, Hammer, nice. Also jetzt haben wir schon mal rausgefunden, wie wir die ganzen Sachen zuweisen. Und jetzt geht's erstmal weiter. Wir haben ein Ziel. Warte mal, da hinten ist was. Das war in dem Häuschen, ne? Genau, dieser Werkzeugschrank. Aber ich wusste nur, oder ich weiß gerade nicht, was der uns sagen will. Müssen wir gleich mal gucken. So. Werkstatt. Was willst du denn von mir? Transfer? Nee. Das haben wir alles da. Das ist nicht das Problem. Aber was will der uns sagen? Sollen wir irgendwas bauen? Und wenn ja, was? Wir haben bestimmt irgendwo... Warte mal. Wo war denn mein Menü? Nee, das Ducken. Lass mich ganz kurz gucken. Sonst muss ich mich ducken. Hier, genau. Ach ja, stimmt. Weißt du, einen Tag nicht gespielt, direkt Amnesie bekommen. Versorge die Siedler von Sanctuary mit Lebensmitteln. Sprich mit Siedlern bei Ten Pines Bluff. Wo auch immer das ist. Und begib dich nach Diamond City. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Ach so, vielleicht haben wir Pflanzen drin. Das kann natürlich durchaus sein. Wir gucken mal ganz kurz. Transfer. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was könnte denn hier anbaubar sein? Federn natürlich nicht. Wächst vielleicht ein Huhn raus, denke ich aber weniger. Ja, Pistolen, Glühbirnen, Keramik, Kleber, Kreuzschüsse, Kupfer, Machete, Minigun,
Plastik Red X können wir auf jeden Fall mitnehmen, ganz wichtig. Das brauchen wir auf jeden Fall. So, Schrauben, Silbergabel, Spielzeugauto, das ist alles so Zeug. Stimpak nehmen wir auch mit. Oh, Terpentin nehmen wir mit. Stahl haben wir ausreichend, Vorkriegsgeld, also nichts. Nee, hier ist nichts, was wir anbauen können, also es bringt uns nichts. Ja. Das Schildchen kann auch weg. So. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder weiter, dass wir ein bisschen Action zeigen. Beziehungsweise nicht Action, sondern dass wir mal weiterkommen hier. Bringt ja nichts, wenn wir uns jetzt hier in der Stadt festsetzen und hier einmal nichts passiert, ne? Ich meine, wir brauchen jetzt erstmal Zeug zum Anpflanzen und so. Damit die da wirklich ausreichend Nahrung haben. Wo geht's denn hin? Lass mich mal ganz kurz überlegen. Wo sind wir letztes stehen geblieben? Ich weiß nicht genau. Wir hatten ja dann diesen Bug, weil wir den von hinten genommen haben, sozusagen. Das klingt so verkehrt, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ne, das kann ich schon gar nicht mehr vercrappen. Das hier vielleicht noch? Ne, auch nicht mehr. Okay, kein Problem. Deswegen, ich weiß gerade nicht, wo wir waren. Da hinten ist eine Stadt, das haben wir wahrscheinlich schon erkundet. Lass mal ganz kurz auf die Karte gucken. Halt, was war denn da? Ein Hund. Okay, lass uns den nochmal etwas näher betrachten. Oh, erstmal raus hier. So. Okay, da können wir super auf den Kopf schießen. Ah, ich habe keine AP, scheiße. Aber kein Problem. Mit dem Watz visiert er automatisch grob an. Das heißt, man kann dann einfach zurückgehen, beziehungsweise aus dem Watz-Menü raus und sich das Ganze dann so, ja, erledigen lassen. Okay. Ich überlege gerade, also ich glaube, in der letzten Folge hat er das Ganze nicht gespeichert, aber ich bin mir gar nicht so sicher. Also wir sollten wirklich automatisch immer ein bisschen speichern. Weil ihr seht, das Problem ist einfach, wenn wir da einen Bug haben, was gerade hier bei Fallout irgendwie sehr am Anfang noch sehr anfällig ist, müssen wir alles nochmal von vorn machen. Das ist natürlich ärgerlich. So, da war nichts drin. Haben wir hier was? Ach so, genau. Den hatten wir, da sind wir dann gefolgt nach oben. Ich erinnere mich ganz schwach. Aber er hat es auf jeden Fall gespeichert, so wie es aussieht. Also von daher brauchen wir nicht ganz so viel neu machen. Das ist natürlich super. Was haben wir denn hier? Ist hier noch was drin? Nee, nichts. Hallo? Dead Eye Joe? Aufbereitetes Wasser, super. So, Doc Meat ist auch unterwegs. Ach, wo? Alter. Oh! Komm, 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 komm. Mann, oh, sorry. Das war jetzt natürlich dein Kopf, aber ja gut, was willst du machen? Okay, Doc Meat kümmert sich um den Rest. Das Gute ist echt, dass der nicht sterben kann, weil bei mir wäre schon nach der ersten 5 Minuten irgendwie, ja, chronisch tot gewesen. So, in der Stadt waren wir vorhin, ne? Das ist die, wo wir die Raider und die Todeskralle geholt haben. Ja, genau, das war das. Ja, noch eine Kuh, Brahmbienfleisch. Eine wilde Mutterbeere, die können wir auf jeden Fall nachher anpflanzen, denke ich. Okay, ich habe gedacht, ich komme hier irgendwie ins Baumenü, aber nee, geht nicht. Ein Zuschauer hat noch gefragt, ich soll mal bitte das Spiel aus der Version hier spielen, also aus der Third Person, ach naja, doch, Third Person. Boah, geiles Ding. Das ist so, ich glaube, das ist so der Lamborghini unter der damaligen Zeit gewesen. So, kommen wir denn hier noch irgendwo rein? Also hier, ja, für denjenigen, der geschrieben hat, der findet das Spiel eigentlich sehr geil oder spielt keinen Ego-Shooter. So wird sich das Ganze spielen. Also geht auch, wie ich finde. Also du kannst ja auch super lenken. Ich habe zwar geschrieben, ist ein bisschen schwieriger in der Steuerung, aber das liegt natürlich daran, dass ich Fallout seit jeher wirklich immer auf Ego-Shooter-Perspektive zocke. Dementsprechend ist das natürlich für mich persönlich ungewohnt. Aber wenn du so das hier gerne spielen würdest, kommst du ganz klar damit. So, ich gehe aber wieder in die Ego-Shooter-Perspektive, weil ich einfach das Sichtfeld viel größer ist. So, wo wollen wir jetzt hin? Wir waren an der Satellitenschüssel letztens, ne? In der letzten Folge. Jetzt ist natürlich die Frage, oh, hier ist einer. Jetzt ist natürlich die Frage, ob der Roboter aktiviert wurde, den wir aktiviert haben. Hier ist ein Siedler. Hi. Oh, ein Ghoul. Hey. Immer schön Abstand halten. Ja, sicher. Wo ist das Problem? Keine Angst. Ich tu dir schon freundlich. Ach, da mache ich mir keine Sorgen. Es ist nur, ich glaube, ich habe gerade abgelaufenes Dosenfleisch gegessen. Oh. Okay. Vielleicht waren es auch 3. Hat erst lecker geschmeckt, aber jetzt, das Zeug dreht mir den Magen um und ja, du riechst es. Also nicht verwechseln, das ist nicht Niki Lauda, das ist ein Ghoul. Fleisch von Longneck Lukowski ist meine Fresse. Dosengift von Longneck Lukowskis trifft's eher. Ihr, der Rest ist für dich. Ich fass das Zeug nicht mehr an, als ich morgen noch lebe. Toll, was soll ich damit? Und wenn dir dieser Lukowski über den Weg läuft, sag ihm, er soll in der Hölle schmoren. Oh Gott, entschuldige. Vielleicht gehst du lieber.
Ja, super, okay. Nee, wir ziehen mal ganz munter weiter. Haben wir denn hier noch irgendwas? Also ich komme hier nicht ins Baumenü, schade. Sonst hätte ich das Ganze hier noch schön vercrappt und so. Ein bisschen Metall, Altmetall rausgeholt. Oh. Kronkorken, Patrone, Pistole. Rad-Hirschleder-Outfit. Nehme ich mal mit. Klingt ganz cool. Halt, das wollte ich nicht. Hier wollte ich rein. So. Kronkorken, Patrone, Eichhörnchenbissen. Pistole, Achterkugel. Sportkleidung lasse ich auch hier. Holzkiste ist nichts drin. Ansonsten sieht das ja eigentlich schon soweit, ja, leergeräumt aus. So, wo geht's denn weiter? Da oben ist die Satellitenschüssel. Wir gucken da nochmal ganz kurz hin. Also, ich bin der Meinung, ja doch, oder? Ah, ich weiß nicht. Nee, wir gehen da trotzdem mal einfach ganz kurz hin, wenn wir gerade in der Nähe sind. Weil ich nicht ganz sicher bin, wie gesagt, ob der das gespeichert hat. So, wir speichern direkt mal zwischendurch, einfach aus Gründen, die wir in den letzten Folgen schon etwas näher unterleuchtet bzw. beleuchtet haben. Muss ja nicht sein, dass wir alles immer wieder neu spielen müssen, weil halt wirklich am Anfang noch ein bisschen, boah, weil es am Anfang noch ein bisschen verbuggt ist. Ich will das nicht in Schutz nehmen, um Gottes Willen. Also ich bin eigentlich jemand, der sagt, in Spielen, wo du den Vollpreis für zahlst, solltest du keine Bugs haben. Boah, hier ist die, fehlt irgendwie die Textur, oder? Wo wir zum Thema Bugs kommen. Aber naja, gut, bei so einem Riesenspiel wie Fallout, ja, da ist natürlich die Frage, will man da noch 5 Monate länger warten? Boah, die Textur ist hier wirklich im Arsch. Scheiße. Warte, Außenansicht, ja, da seht ihr das. Scheiße, okay. Ja gut, müssen wir mal so weiterspielen. Tabu-Tattoos. Ja. Du hast eine Ausgabe von Tabu-Tattoos gefunden. Du hast eine neue Gesichtstätowierung freigeschaltet. Sehr nice. Wo können wir die einlösen? Müssen wir ja mal direkt gucken. Das nehmen wir alles mit. Hier ist eine Wirbelsäule. Ja, nice. Ich wollte immer eine neue Wirbelsäule. Jetzt kriege ich meine Wirbelsäule. Kann ich hier irgendwas machen? Irgendwas drücken? Ich drücke immer gerne irgendwelche Schalter, weißt du? Irgendwelche Knöpfe. Oh, guck mal, wer hier ist. Sully Mattis. Hi. Willst du dir was verdienen? Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du mit dem Glotzen fertig bist. Wobei? Bei was genau? Ich versuche die alte Wasserpumpe zu reparieren. Dann müsste es reichlich Schrott geben, wenn ich alles trockenlegen kann. Ich kann helfen. Wobei brauchst du denn Hilfe? Ach, die Pumpe ist nicht im besten Zustand. Müsste aber starten. Durch einige Lecks wird hier alles überflutet. Kannst du es reparieren? Boah, ich probier's. Unter Wasser. Halt nach Blasenausschau, um sie zu finden. Okay, solange es nicht Red verseucht ist, mache ich das gerne. Okay, Wasser hier drin, ne? Schätze ich mal. Ja, Tatsache. Da hinten blubbert es auch schon munter vor sich hin. Boah. Okay, also hier ist tatsächlich noch ein Bug, Leute. Das seht ihr ganz gut. Das sollte so nicht sein. Ich hoffe, dass wir nachher hier ohne Probleme rauskommen. Aber ich mir ein bisschen mehr so. Aber gut, gucken wir mal. Okay, das Ganze ist Red verseucht. Und gehen wir erstmal schwimmen. So, wo ist denn hier das Bläschen? Ich hab's doch gerade gesehen. Da. Okay, also hier müsste es irgendwo sein. Wir haben natürlich jetzt vergiftet wie sonst was. Aber gut. Ich müsste irgendwo noch ein paar Red X haben, womit wir die Strahlung beheben können. Aber das Problem ist hier natürlich, ich sehe nicht viel, ne? Was haben wir denn hier? Hier ist ein Unterwasser-U-Boot oder so. Nee, ein Roboter. Ach, hier so ein... Na, Bagger. Ein Bagger. Also hier ist ein komisches Behältnis. Kann man hier irgendwas machen? Oh, 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 oh. Fuck. Komm, hoch mit dir an die Oberfläche. Schnell, 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 schnell. Komm, 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 komm. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Puh. Okay, da schmeißen wir mal ein Stimpack hinterher. Und hier muss er, genau hier unter uns, okay. Also hier direkt nach unten tauchen, da haben wir es, da haben wir es, okay. Okay, das Rohr Nummer 1 ist fertig. Ich lege mir mal ganz schnell ein paar Red X auf die Schnelltaste. So. Müsste ja irgendwo ganz, warte mal, Waffenkleidung, Hilfsmittel. Irgendwo hier müsste das sein. Psycho, was war das? Schaden, okay. Red X, okay, da haben wir's. Zack. Die Taste war super. Lege ich mir hier auf die zweite, dann passt er. Dann kann man das schnell mal reinwerfen. Und bekommt in der Zeit weniger Strahlung. Das ist okay. So, wo sind die nächsten Blubberbläschen? Gucken wir mal ganz kurz. Da sind noch welche. Nehmen wir uns mal schnell mit. Okay, und da blubbert es irgendwo. Oh, hier liegt was. Kann ich aber nicht aufheben.
Weiter geht's. Wo Bluebot ist. Hier weit unten? Nein, hier wird es nicht sein, oder? Gehen wir nochmal nach oben. Mir fehlt noch ein bisschen Anzeige, wie viel Luft man hat. Okay, so, warte mal. Irgendwo hier muss das sein. Also hier einmal nach quer unten. Warte mal, da Blut. Nee, hä? Hier aber. Doch, da, warte mal. Ventil drehen. Ich sehe zwar kein Ventil. Bestimmt wieder ein kleiner Bug oder sowas. Aber hey, wir haben es gelöst. So, und irgendwo muss noch ein drittes Bläschen sein. Gucken wir ganz kurz. Aber irgendwo muss ich gucken, ob ich mir irgendwie die Strahlung loswerde. Red Array, da haben wir es. Zack. Legen wir auf die dritte und dann passt das auch. Zack und super. So, jetzt gucken wir nochmal ganz schnell, ob wir irgendwie die dritten Bläschen finden. Hier ist nichts. Das ist irgendwie ja, ein Stromkasten oder so. Ach, Dogmeat ist auch mit uns unterwegs. Aber wo sind die dritten Bläschen? Guck mal am besten von oben, vielleicht sehe ich da ein bisschen mehr. Oder mal hier ganz kurz rangucken. No smoking. Nein, nicht Wasser trinken. Nein, das wollte ich nicht. Ja, okay, komm. Gönn dir. Hier liegt was. Aber kommen wir nicht ran. Und vielleicht werden wir uns ducken? Nee. Versteckt im Wasser. Gucken wir nochmal, ob wir irgendwo noch Blasen sehen. Hm. Sieht alles ruhig aus, ne? Dritten Bläschen irgendwie, die fehlen noch. Ne, ich sehe gar keine. Ihr wahrscheinlich. Dogmeat, kommst du raus? Oder willst du ein bisschen weiter planschen? Ich meine, ich gönn's dir, mach ruhig, aber. Ne, ich gehe weiter. Ich warte nicht auf dich. Damit das klar ist. Gucken wir mal von hier. Ah, hi. Ja, gut. Hat ja funktioniert. Wow. Ein bisschen riskant hier zu laufen. Ist natürlich alles ein bisschen buggy. Ich speichere mal vorsichtshalber. Und man geht mal da hoch. Was war das? War ich das? War ich etwas schwerer als gedacht? Aber ihr seht auch keine Blasen wahrscheinlich. Genauso wenig wie ich. Gehen wir hier mal hoch. Noch weiter hoch. Nirgendwo Blubberbläschen. Ich quatsche Typen gleich nochmal an. Boah, das macht mir ein bisschen Angst hier, ey, mit der Grafik. Das ist ein bisschen risky, was ich hier mache. So, da ist die Satzschüssel. Da wollten wir jetzt auch noch nicht hin. Da gehen wir gleich hin. Erst will ich unserem Freund hier helfen. Das heißt, wir rennen da nochmal ganz flix hin. Wo ist er denn? Gehen wir hier mal runter. Versick ich hier wahrscheinlich wieder. Ne, doch nicht. Wollte schon sagen. So, wo ist er denn? Komm mal her. Entschuldigung. Ich krieg nicht genug Druck. An einigen Rohrdichtungen entweicht Luft und die Pumpe wird geflutet. Siehst du die Blasen an der Oberfläche? Sie müssten dich nach unten zur Quelle eines Lecks führen. Ich nehme mal das mit. Ne, brauchst du wahrscheinlich eh nicht mehr. Dankeschön. Ja, Forscher kann man alles mitnehmen. Man muss da rein. Okay, funktioniert noch nicht. Ah, wo sollen die letzten Blasen sein? Alter, fuck it. Ich glaube, da bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach abzusuchen. Laborstation, ja, sicher. Ist hier sonst irgendwas? Guck mal, das funktioniert schon mal. Schon mal etwas. Okay, gehen wir nochmal ganz kurz an die Oberfläche. Hm. Okay, da war was, da war was. Also rein theoretisch würde ich sagen, hier ist noch irgendwo ein Punkt. Also irgendwo müsste hier noch... Da! Boah, da war aber nichts an der Oberfläche, ne? Das war wirklich gut Glück jetzt hier. Super. Das haben wir erledigt. Schwimmen wir mal ganz schnell nach draußen wieder. Und gehen erstmal wieder zu den Typen hin. Zu Mattis, oder der heißt. Zu Mattis Filet. Lauf! Oder ist ein, war mir im Wohnwagen schon drin? Ich glaube nicht, ne? Werfen wir mal ganz kurz einen Blick rein. Oder war ich da schon drin? Doch, da ist das Sofa. Ja, doch, da war ich schon drin. So, mein Freund, ist erledigt. Es muss doch eine Möglichkeit. Da ist es.
Ja, hast du gefunden? Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe. Ja, gut, mach mal. Den hier wahrscheinlich. Ja. Weichpanzer Murloc. Was zur Hölle? Ah. Okay, das bringt überhaupt nichts. Da, ins Innere muss ich. Jetzt. Okay, da. Linker Arm, drauf da. Ja, sauber, den haben wir erledigt. Oh, Alter, da hinten ist noch so dicker. Hallo. Okay, warte. Nein, nicht ihn. Den da. Nein, er hat ihn getötet, oh mein Gott. Ah, na, er lebt noch. Puh, jetzt habe ich mal ein bisschen Panik bekommen hier. Erst eine Bierflasche, ein bisschen Jet und Klebeband nehmen. Wenn ich diesen Zulauf schließe, kriege ich vielleicht genug Druck. Alter, leg die Knarre weg. Ist da noch einer oder was? Nein, haben wir alle erledigt. Hey. Meyerlurks. Ist wohl keine Überraschung, dass sie jetzt wild geworden sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Ist das Wasser weg? Nee, noch nicht. Nein! Oh. Danke. 50 Kronkorken bekommen. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zur Satzschüssel. Und wir haben neues Level Up. Nice. Lösen wir gleich mal ein, wenn ich hier raus bin. Boah, ich muss erstmal um meine Strahlung hier kümmern. Okay, nehmen wir einmal das, ein Stimpack hinterher. Wobei, nee, nehmen wir direkt zwei davon. Und dann ein Stimpack. So. Erstmal schön rausballern, die Kacke. Gehen wir hier hoch? Nee, gehen außen rum. Ich wollte eh in das eine Wohnmobil hinten nochmal reinschauen. Reinschnuppern, ob wir da noch was kriegen. Und da ist irgendwas. Also irgendein Zeichen ist da. Warte, ich guck nochmal. Ist das weit weg? Weiß ich nicht. Sieht man nicht, ne? Komm, lass mal ganz kurz hier gucken. Das ist mal das Riskante bei Fallout, ne? Witze. Komm, gehen wir erst da hin. Ach, guck mal da. Nein, guck mal. Och, oh, guck mal, gehen wir in diese Richtung. Oh, guck mal hinten. Weißt du, und dann zack. Bist du komplett von dem ab, was du eigentlich machen wolltest. So. Komm hier rein. Ja, und ein Stück weiter nach links. Nee, müssen wir wahrscheinlich ein Stück weiter nach rechts. Noch ein Stückchen. Ah, noch ein Stückchen. So. Ja, sauber. Das wär's. Mad X gefunden. Alt, ich nehme gern beide. Kronkorkenvorrat. Erstmal schön den Typen ausräumen hier. Oh, hier liegt was. Schnapsglas, alles mitgenommen. Schlafsack brauche ich jetzt nicht. Stimpack. Werkzeugkoffer. Gucken wir mal. Nee, oh. Komm, nächste. Nach rechts. Sauber. Ja. Patronen und Kurz-Impro-Repetiergewehr. Nice. Repetiergewehr müssten wir mit als Scharfschütze fungieren können. Gucken wir gleich mal. Zuckerbomben nehmen wir natürlich auch mit. Schauen wir mal. Ach, halt, zurück. Speichern. Okay. Nein, ich gehe erstmal raus. Schnell speichern, bevor ich irgendwas anderes mache. Band abspielen. Sullys Aufzeichnung. Ah, das will ich jetzt nicht alles durchlesen. Wie viel Platz haben wir noch im Inventar? Okay, ein bisschen haben wir noch. Aber, nee, komm, wir verleveln erstmal unser Level Up. Was haben wir denn, die Schickes? Eisenfaust. Achso, das war alles hier unten. Lass mal hier unten gucken. Warte mal, das können wir noch weiter machen. Du hast 50 plus Tragefähigkeit. Komm, nehmen wir rein. Ach, können wir noch gar nicht. Okay. Immer auf Ziel. Die Genauigkeit beim Feuern. Hä? Ja, Sie sehen, hier unten haben wir noch nichts wirklich, was wir freigeschaltet bekommen. Hier ist noch was. Du bist zur Hälfte ein Baum. Wenn du stehen bleibst, erhältst du 25 Schadensriskant. Außerdem verursachen deine bewaffneten und unbewaffneten Nahkampfangriff 25%. Das nehmen wir doch sicherlich mit rein, Mensch. Geil. Das ist doch eine coole Fertigkeit. Mehr Punkte haben wir, glaube ich, gerade gar nicht. Boah, geil. Spare, dann hast du in der Not. Verwertest du Waffen oder Rüstung, erhältst du seltene Komponenten. Das müssen wir als nächstes auf jeden Fall mit reinnehmen. Wenn wir mal ein paar Sachen verwerten sollten beim Werkzeugschrank, dann ist das natürlich gar nicht so verkehrt, wenn wir da auch ein paar nette Ressourcen rausbekommen. So, was haben wir denn hier noch Schickes? Okay, lass uns erstmal hier gucken. Hier so ein kleiner VW-Bus. Und da ist die Satzschüssel. So, ich speichere mal. Ich hoffe, dass die Raider da weg sind, dass wir da schon praktisch alles fertig haben, dass er das gespeichert hat, weil ansonsten haben wir hier ein kleines Problem. Ein Basketball. Komm her, Doc Meat. Hey.
Komm her. Hey. Hier drüben. Ich will mit denen sprechen. Also, ne? Interagieren. Hey. Da. Handel. So, der kriegt jetzt aber einen schönen Basketball. Gucken, vielleicht macht er damit irgendwas. Lagern. Nö, okay. Er hat halt einen Basketball jetzt. Für schlechte Zeiten. So, gucken wir mal weiter. Wir gucken jetzt hoch zur Satzschüssel. Die Musik wird schon wieder übel. Ah! Bist du denn total bescheuert? Ich dachte, du wärst mein Hund. Ah. Entschuldigung, aber, ne? Aus Gründen. Okay, da liegt ein Kühlschrank? Was zur Hölle? Meine Werte. Im Ernst, hier liegt ein Kühlschrank. Ich glaube, ich werde bekloppt. Gut. Okay, aber hier haben wir anscheinend alles mitgenommen, also hier ist hier nichts weiter. Satellitenstation Olivia. Haben wir hier noch irgendwas? Rüstungswerkbank? Gucken wir mal ganz kurz. Ach, geil. Können wir Sachen craften. Lederrüstung, linkes Bein. Könnten wir natürlich jetzt hier ohne Extras mit Tasche. Wert 11, Gewicht minus 2,2. Weiß ich nicht. Lass erstmal was Gescheites ausrüsten. Schrott, Mods. Achso, können wir nur an einer Werkbank anbringen. Ist okay. Hilfsmittel, Kleidung. So. Hier bringt uns mehr Strahlung. Nehmen wir mal mit dran. Gasmaske. Ne, nehmen wir die wieder rein. So, das bringt uns alles gar nichts. Da. Plus 4 Schaden. Resistenz. Ja, den können wir so nicht tragen, das ist ganz klar. Aber hey, nice. Unterhemd bringt uns auch nichts. Das können wir mit anziehen. Haben wir den jetzt drin? Ja. Voltanzug 9. Ne, komm, wir lassen das erstmal so. Wie sehen wir aus? Ja, ja, gut. Ein bisschen stylisch, aber nicht ganz so stylisch, wie ich mir gedacht habe. Steuerfahrzeug, schmutziges Wasser, nehmen wir erstmal alles mit. Waren wir hier schon? Ja, ne? Hier waren wir schon. Ja, da waren wir drin, ganz klar. Aber warum habe ich das Zeug nicht mitgenommen? Oder spawnt das neu? Ich weiß es nicht genau. Kann natürlich auch sein, dass es beim Neuladen auch neu spawnt. Können wir so ganz, ganz gut vorstellen. War hier was? Ja gut, okay. Warum nicht einfach mal den Kopf in den Sand stecken, oder? Muss ja auch mal sein. Und somit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Auch hier, wie versprochen, eine etwas längere Folge für euch von mir. Ciao, Leute!